Hallöchen und willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wieder ein So. Ich hasse mich selbst. Ich bin scheiße. Wir wollen einmal zu Ali am Tor. Wir dürfen sogar passieren. Na, schau mal an, die Stadt dürfen wir verlassen. So, wie weit haben wir denn Ali? Ali ist weiter außerhalb. Boah, viele Zahlen zulegen hier. Überall Katzen. Ganz viele Katzen. Da haben wir doch den guten Ali. Ali, bereit? Wir müssen los. Ja, von mir aus. Lass uns gehen. Wir müssen nach Jar 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 aufbrechen. Hast du für mich auch ein Pferd? Okay. Ich wollte gerade sagen, ich laufe doch jetzt nicht zu Fuß hinterher, oder was? Seid seltsam. Ihr gebt mir Waffen, die ich nicht benutzen soll, und überlasst mir die Ehre für eure Siege. Krieg wäre schlecht für alle. Vor allem für dich. Da sprechen deine Meister aus dir. Wie er auch einfach jeden wegnockt, ihr Bam. Stört es dich nicht, dass die, denen du gehorchst, auch die Regeln erschufen, die gehorsam von dir verlangen. Da ist er mir vorgestolpert. Ich beherrsche mich nicht. Ich bin frei. Ich kämpfe, damit andere auch so frei sein können. Alles, was du tust, dient den Verborgenen. Eine komische Vorstellung von Freiheit. Die Verborgenen sind meine Familie. Das ist kein Widerspruch, wenn du es sagst. Einst lebte ich auf der Straße und war nur mir Rechenschaft schuldig. Doch ich war nicht frei. Und nun, da andere dir sagen, wer du bist, bist du freier? Ja, klar. Das kannst du nicht verstehen. Ich verstehe es besser als du. Was hat er eigentlich gegen mich? Ich finde, er redet immer so von oben herab mit mir. Ein bisschen aufholen. Haben wir uns jetzt nichts mehr zu sagen? Du hast jetzt deinen Standpunkt geklärt und das war's? Du wolltest mir einfach nur sagen, dass ich hier der Lakai für die Bruderschaft bin? Ja, schön. Habe ich hier schon den Wegpunkt? Nee, ne? Hier war ich noch nicht, oder? Wo bist du denn hin? Wenn du wahrhaft frei bist, wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit mir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem. Niemand herrscht über mich. Ich bin frei. Du bist ein ziemlicher Arsch. Oh, ist es gesagt. Bevor Beshi mit den Leichen in Jar 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 eintrifft. Das wäre klug. Die Leute hier sind bereits verärgert. Nach den Bestattungen wird es noch schlimmer sein. In der Nähe ist ein Teehaus. Teetrinker tratschen. Vielleicht bekommst du damit, wer Jagd auf unsere Leute macht. Und was tust du? Ich habe meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Komm hierher zurück, wenn du etwas erfährst. Also kurz gesagt, er chillt, überlässt uns die Arbeit und tut jetzt so, als wäre er auch beschäftigt. Witzigerweise, er bleibt da oben. Natürlich. So viel dazu, ne? Niemand sollte dir vorschreiben, was du zu tun hast, Basim. Du bist nicht frei, wenn du tust, was andere sagen. Und jetzt erkundige dich mal, während ich hier rumchille und so tue, als hätte ich auch was zu tun. Den Punkt habe ich noch nicht. Da müssen wir erstmal synchronisieren. Gibt es hier eine Kiste? Oh, na sicher. Okay, jetzt erstmal den Weg finden. So. Das ist irgendwie ärgerlich, dass ich das mit dem Wurfmesser aufmachen muss. Anstelle, dass ich da mit dem Säbel einmal raufhauen kann. Okay. Vielleicht hier raus?
Ah. Weg da, ihr Vögel. Ja, und epische Pose einnehmen. Ist überschaubar hier, ne? Netter kleiner Ort. Oh, schön am Wasser. Eine Scherbe. Da vorne läuft sie. Die holen wir uns als erstes. Das ist aber geil hier, ne? Wo springen wir hin? Moin! Ich hab nur ein Nickerchen gemacht. Und ein Artefakt hätten wir auch noch, aber eigentlich das brauchen wir ja nicht. Willst aber trotzdem klauen. 25 Meter. So. Hä? Ah ja. Vor der Wache. Okay. Hätte ich fast zu früh getriggert, ne? So, und jetzt kommt noch die Scherbe. Oh, die ist außerhalb. Erstmal durchs Salatfeld laufen. Oh, stampfen wir da durch, machen wir Spinat draus. Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Kleinen Moment. Drück doch. Oh, ein Glück. Ich habe gerade gedacht, er hat meine Taste nicht genommen. Aber alles gut gegangen. Offensichtlich. Kaninchen. Leckeren Hasenbraten. Das war so süß. Die sind so niedlich. Warum kann ich die nicht streicheln? Das tut mir ja irgendwie leid, dass ich die einfach so grundlos abgeschlachtet habe, ne? Ich meine, die waren so süß. Aber die sind halt schädlich für die Ernte. Die machen alles kaputt. Die denken, der Acker und das Feld, das gehört alles denen. Die Tiere sind so faul, bloß nicht selber anbauen, ne? Ich würde nur mal gucken, ob das auch geht. Alter, steck die Waffe weg. Das muss das Teehaus sein, von dem Ali sprach. Schmeckt dir der Tee, Said? Der ist kalt. Bring mir einen neuen. Mach ihn diesmal heiß. Ja, Said. Ich bitte tausendfach um Verzeihung. Dafür nehme ich dir das Trinkgeld weg. Okay, alle meckern hier nur über den Tee. Kann ich mich hier irgendwie hinsetzen? Achso, ich muss mit ihm sprechen. Ich habe mitgehört, dass Sklaven verschwunden sind. Was? Wer bist du? Du wagst es, mich anzusprechen? Geh weg! Muss ich den wirklich bestechen? Also sehr, sehr gastfreundlich hier auf jeden Fall. Alle gute Laune. Okay, scheiße. Ich kann ihn nicht belauschen. Ich muss ihm wirklich eine Münze anbieten. Bitte verzeih, du sprachst von verschwundenen Sklaven. Ich sagte, du sollst weggehen. Willst du, dass ich die Wache rufe? Vielleicht kann eine Münze dich umstimmen. Du wagst es? Was glaubst du? Moment. Wo hast du die her? Na gut, aber beeil dich. Du sprachst von Sansch-Sklaven, die vermisst werden. Ich weiß nicht, was es dich angeht, aber... Ja, ein Fremder, einer von diesen Aufständischen, hat die Sklaven aufgewiegelt. Nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, verschwanden sie. Zweifellos war er ein Kumpan dieses Unruhestifters, Ali ibn Muhammad. Mehr weiß ich nicht. Nun geh, bevor jemand Wichtiges sieht, wie ich mit jemandem wie dir rede.
Also ich finde die Konservation, die verlief ziemlich auf Augenhöhe, ne? Das war schon sehr, ist echt ein toller Ort hier. Ich könnte mir vorstellen, hier eines Tages mich zur Ruhe zu setzen und mit diesen liebreizenden Menschen den Rest meiner Tage zu verbringen. So. Wo darf ich hier noch lauschen, bestechen? Entschuldigung. Verzeihung. Darf ich mal? Dankeschön. Oh. Das Teehaus verdient genug Umsatz, ne? Mit so einen reichen Leuten hier. Das war ich aber nicht. Ist der tot? Schatz geborgen. Jedes Rätsel enthält eine Karte oder Hinweise zu einem bestimmten Ort. Löse das Rätsel und geh zum angezeigten Ort, um neue Monturfarben und Talismane zu erhalten. Okay, Rätsel 1 von 3. Ich bräuchte nochmal hier jemanden, der mit mir redet. Ich komme hier nicht hoch. Und ich komme hier... Doch, runter komme ich. Hm. Ich bräuchte noch ein paar Informationen. Gut, also der hat uns jetzt nicht großartig geholfen. Hier drinnen können wir keinen ansprechen. Warum auch immer. Und hier ist das Teehaus ja eigentlich schon vorbei, oder nicht? Oh, aber wir haben hier noch ein bisschen... ...einen Knochenwürfel einzustecken. Man arbeitet und arbeitet und was bekommt man? Nichts. Luft ist klar. Ich behandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Dann verschwinden sie und die Arbeit bleibt liegen. Okay. Vielleicht redet der, wenn ich ihn ausnüchtern kann. Gleich bist du wieder nüchtern. Genug, es geht mir besser. Ja, wunderbar. Das ist ein gefährlicher Ort, um zu trinken. Ich hätte dich verhaften können. Ich hatte einfach viel Ärger in letzter Zeit. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Jetzt kann er wieder Auto fahren. Jetzt ist er nüchtern. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht. Sie werden nicht vermisst. Sie sind verschwunden. Menschen verschwinden nicht einfach. Die schon. Letzte Nacht kamen zwei nicht von den Feldern zurück. Niemand hat etwas gesehen. Einfach verschwunden. Puff. Also dachtest du, du betrinkst dich in einem Teehaus? Naja, ja. Oh, mein Kopf. Zu viel Pfefferminztee. Erzähl bitte niemandem davon. Ich muss nach Hause und schlafen. Ja, ich habe auch schon mal zu viel Holunderblütentee getrunken und war dann ziemlich fertig. Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren. Wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, Sadie. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsichtsstufe. Folge mir. Ganz unauffällig. Okay. Ja. Hier sind zu viele Ohren. Jetzt muss ich dir echt nochmal ansprechen. Wir scheinen allein zu sein. Was wolltest du also? Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist doch ziemlich aufregend.
Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Okay, also um das mal zusammenzufassen, wir sind da hinten, hier diese 10 Meter weiter weggegangen, weil zu viele Leute zuhören könnten und man weiß ja nicht, wer gut und wer böse ist. Also geht man mit einem wildfremden Mann 10 Meter weiter, um denen dann die Information zu geben, nur weil er zufällig eine rote Schärpe hat. Oder Schärpe. Was ja jeder haben könnte. Das könnte ein Zufall sein. Und dem öffne ich mich. Dem sage ich dann, was mir auf dem Herzen liegt. Und der ist tatsächlich einer von den Wachen und bringt mich um. Die Seidenstraße. Der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen prägte den Begriff der Seidenstraße im Jahr 1877, um das eurasische Netzwerk von Handelswegen von der Antike bis zum Mittelalter zu beschreiben. Obwohl der Begriff prägnant und wohlbekannt ist, ist er auch etwas irreführend. Es gab nie eine einzelne Straße, die China mit Europa verbunden hätte. Fast niemand reiste von einem Ende des Kontinents zum anderen und es wurden sehr viel mehr Waren transportiert als nur Seide. Einige geografische Gegebenheiten der Himalaya, das Zagros-Gebirge, die Taklamakan-Wüste gaben bestimmte Reisewege vor, aber wechselnde Wetterbedingungen und politische Spannung zwangen die Reisenden oft dazu, von der geplanten Route abzuweichen. Die Länge von 12.000 Kilometern, eine zweijährige Reise, bedeutete, dass nicht viele Menschen die gesamte Strecke zurücklegten. So entstand ein Heer von Mittelsmännern, die Waren austauschten, ohne selbst viel weiter als 50 Kilometer zu reisen. Glas aus Bagdad konnte so nach Korea kommen, ohne dass ein Händler aus Bagdad es begleitete. Allgemeine Eindruck war der eines globalen Netzwerks, das die Landwege in Ost-, West- und Nord-Süd-Richtung mit dem Seewegen auf dem Indischen Ozean verband. Bagdad, das über den Tigris mit dem Indischen Ozean verbunden war und unweit des wichtigen Passes über das Zagros-Gebirge lag, hatte daher den idealen Standort, um von diesen Handelswegen zu profitieren. Das wusste auch der Gründer der Stadt, Kalif al-Mansur. Vor dem Historiker al-Tabari aus dem 9. Jahrhundert zufolge bei der Gründung der Stadt erklärt hatte: Hier ist der Tigris und nichts steht zwischen uns und China. Auf ihm wird alles kommen, was die See uns bringen kann. Tut mir leid, ich verhaspel mich heute ein bisschen beim Lesen. Schön! Ja. Das haben wir ja in Bagdad quasi auch schon mitbekommen, ne? Jetzt ging es nochmal ein bisschen um die Seidenstraße, die ja gar keine Seide oder nicht ausschließlich Seide fuhr. Es bringt uns nur noch mehr Ärger ein. Mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche keine Erlaubnis. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jajaraya zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen, sehen, wo das hinführt. Beshi und ich lockern so lange die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Ali. Wir werden sehen. Ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Also man könnte den ganzen Ärger und den ganzen Tumult da drinnen in dem Raum auch ein bisschen umgehen, indem man einfach redet.
Ich meine, der ist sowieso im Arsch. Verfolge den Spitzel oder wir haben jetzt noch die Möglichkeit mit dem Geheft, ne? Nicht oder. Gehen wir hier hin, dann gehen wir auf Nachforschung. So, das haben wir erledigt. Wir haben einmal den Spitzel und wir haben Gehöft der Witwe. Ich würde das hier zuerst machen, weil ich denke, dass das hier uns weiter wegbringt. Oh, warte mal, ist genau umgekehrt. So, 100 Meter ist ja gleich um die Ecke. Ein Katzensprung, ne? Wie man hier in Bagdad so gern sagt. So, wie der Vater, so der Sohn. Finde die Witwe und sprich mit ihr. Finde die Witwe wo? Muss ja eins der Häuser hier sein, ne? Nicht auch noch mein Sohn! Ah. Ich darf ihn nicht auch noch verlieren! Ihm wird schon nichts zugestoßen sein. Vielleicht hat er sich nur verlaufen. Nein, er ist fort! Ich hatte nicht mal Gelegenheit, Blumen für das Begräbnis meines Mannes zu sammeln. Und nun ist mein Sohn auch noch fort. Hier bin ich richtig. Arme Frau. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen. Stehst du schon so 10 cm, weißt du, vor ihrer Fußspitze? Verzeihung. Wer bist du? Was willst du von mir? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Der Teehausbesitzer hat mir von deinen Problemen erzählt. Vielleicht kann ich helfen. Ich wüsste nicht wie. Ich kenne dich nicht. Du brauchst Blumen für das Grab deines Mannes. Auch ich verlor einst jene, die mir wichtig waren und konnte sie nicht bestatten. Es wäre mir eine Ehre, für dich zu tun, was ich für meine Freunde nicht tun konnte. Ich sammle die Blumen für dich. Mein Mann brachte mir oft Felsenlippe von unterwegs mit. Wenn du mir welche bringst, lasse ich sie nach der Bestattung am Grab. Mein letztes Geschenk. So soll es sein. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Ich sehe mich mal um. Felsenlippe soll es also sein. Gut, dann werden wir eben zum Botaniker. Landschaftsgärtner. Ich dachte gerade, das ist ein Löwe. Oder ist es so ein Puma oder so? Die hat aber einen dicken Euter, wa? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hier ist ein kleines Lagerfeuer außer Kontrolle geraten. Ah, da haben wir es schon. What the fuck, was war das? Was? Was jagt mich? Was ist das denn? Soll das sein, eine schwarze Mamba? Wow. Giftschlangen? Sie sind wunderschön. Das hätte meinen Freunden auch gefallen. Glaube ich nicht, weil die sehen es ja gar nicht, wenn sie tot sind, ne? Ah. Mitgefühl kann ich. So. Wunderschöne Blümchen. Können wir einmal gucken, hat die Frau vielleicht noch eine Kiste für uns? Nee. Ach, schade. So. Ich bringe bitteschön. Blumen und mein Beileid. So eine elegante Pflanze. Mein Gatte liebte sie. Danke. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich will herausfinden, wer die Sklaven aus Jajaraya verschleppt. Ich weiß, dass dein Sohn vermisst wird. Ja. Ich verlor seinen Vater. Ich könnte es nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Kannst du mir sagen, was er tat, bevor er verschwand? Er war sehr unglücklich, nachdem sein Vater fort war. Er fing an, nachts aus dem Haus zu gehen. Gestern Abend kam er nicht zurück. Ich sehe mich um.
Vielleicht finde ich etwas, das mir verrät, was passiert ist. Erkundungsgebiet. Hinweis. Ich könnte von hier aus den Spuren ihres Sohnes folgen. Oh, sind wir also Fährtenleser. Die Frage ist, ist der durchgehend auf dem Weg geblieben? Okay, hier liegt jetzt ein Eimer, Messer, Bürste. Und die Spuren hören hier auf. Oh, ein süßes Kaninchen. Du bist so süß. Hier sind aber viele Spuren. Scheiß Viecher. Nein, das war wirklich süß. Guck mal, wie niedlich das jetzt schläft, ne? Oh. Das sieht doch so süß aus. Hat sich schlafen gelegt. Okay, hier sind viele Spuren. Was darf ich denn hier, wo darf ich denn interagieren? Die Spur führt zu diesem kleinen Gebäude. Ich muss einen Weg hineinfinden. Das auf der Innenseite verschlossen ist. So. Kaum noch Öl. Er hat noch spät gearbeitet. Ein Brief. Er erwähnt einen Hof in der Nähe. Brief des Sohnes. Ich habe Söldner auf diesen Hof ein- und ausgehen sehen. Sie müssen es gewesen sein, die Vater und die anderen geholt haben. Ich gehe heute Abend nachsehen. Ich lasse diese Nachricht hier für den Fall, dass ich auch geschnappt werde. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorche, Mutter, aber Beshi hat recht. Wir müssen kämpfen. Ich sollte seiner Mutter sagen, was ich gefunden habe. Gut, dann gehen wir wieder zurück zur Mutti. Ja, ist ja ganz einfach zu erklären, ne? Pass auf, dein Junge hat nicht auf dich gehört. Er ist nachts rausgeschlichen, wollte seinen Vater finden, wurde dabei, oder wollte kämpfen oder wie auch immer. Zumindest wurde er geschnappt und ist jetzt höchstwahrscheinlich tot. Ich glaube, so können wir das sagen. Das wäre feinfühlig. Sie muss die Wahrheit wissen. Ich fand einen Brief deines Sohnes. Er wollte nach den Männern suchen, die seinen Vater holten. Ach, der dumme Junge. Ja, Vollidiot. Er erwähnte ein Gehöft in der Nähe. Weißt du, was er damit meinte? Oh nein. Dohans Hof. Da wimmelt es von Söldnern. Wenn er dahin gegangen ist, bitte, finde meinen Sohn. Wenn er lebt, dann bekommst du ihn zurück. Du hast mein Wort. Ich muss Ali Bescheid sagen. Aber vorher suche ich noch den Spitzel. Wenn er nicht leben sollte, bringe ich dir aber einen Teil mit, ne? Du sollst ihn zumindest bestatten können, aber der ganze Körper ist mir einfach zu schwer. Gut, wir haben jetzt Dohans Gehöft. So. Und erst sollen wir den Spitzel jetzt verfolgen. Da können wir nicht hin. Gut. Dann müssen wir in der Reihenfolge fortführen, was wir begründen haben. Können wir Hühner eigentlich? Ich weiß, das ist so gemein, ne? Wie sie hier rumgackern da. Das sind die aber ziemlich sauer geworden. Guckt, was ich mit euren Freunden gemacht habe. Haben die Hühner hier Rechte? Unmöglich, ich habe ein Fahndungslevel. Weil ich das Mittagessen vorbereitet habe? Oh, bitte. Ein Fahndungslevel, weil ich schon mal angefangen habe, hier die Nuggets zuzuschneiden und Brustfilet rauszuholen, ja? Das ist ja ein Ding. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Hühner in Bagdad damals Rechte hatten. Er kann tagsüber um den Hafen von Jajaraya gefunden werden. Das ist der Hafen. Der Spitzel muss hier irgendwo sein. Ganz genau. Und ich bin der Meinung, wir sollten ihn das nächste Mal zusammen suchen, oder?
Oder wollen wir die Folge dieses Mal ausnahmsweise ein bisschen verlängern? Ach, wir müssen den ja dann auch verfolgen, ne? Geh auf Erkundungsflug. Okay, wir hätten hier Wachen. Da ist der Spitzel. Ah, das könnte der Spitzel sein. Das ist ja wirklich einfach. Gehst du mal von der... Keine Notizen heute. Ich sollte gehen. Es ist fast Zeit. Zeit wofür, frage ich mich. Ich sollte ihm folgen, aber er darf mich nicht sehen. Dich habe ich gesucht. Weise den Weg und ich folge. Okay. Dann gehen wir mal unauffällig hinterher. Wie man hier gleich sass ist, nur weil man einmal gesprungen ist, ja? Ich will mit dir reden. Setz dich doch hin. Da bist du ja. Genau wie ich dachte. Ja, geht doch. Da wäre jetzt noch jemand, mit dem wir... Habe ich dich doch glatt aus den Augen verloren. ...sprechen können. Der fühlt sich dezent verfolgt, ne? Der ist leicht paranoid, der Alte. Der Gute, meine ich natürlich. Dezent paranoid. Ich habe neue Informationen. Ich bin da. Was hast du für mich? Außer dem Sklavenjungen, von dem ich dir schon erzählt habe, schnüffelt noch jemand in Jajaraya herum und stellt Fragen. Ist es der, den wir schon gemeldet haben? Dieser Unruhestifter Beshi? Es ist ein anderer. Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Was soll das denn? Ich habe Briefe für den Anführer und du vergeudest meine Zeit. Komm zurück, wenn du einen Namen hast. Okay, er sollte auf jeden Fall nicht unseren Namen bekommen, würde ich sagen. Sonst sind wir hier bekannt wie ein bunter Hund. Bist hier den Soldaten? Soll ich die dafür töten? Entschuldigung. Ja. Die beiden haben Informationen für jemanden namens... Dohan bin Arslan gesammelt. Dohans Gehöft wird schwer bewacht sein. Ich sollte zu Ali zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. Der Jäger der Aufständischen. Okay, dann gehen wir einmal zu Ali, erzählen ihm, was wir rausgefunden haben. Das ging ja jetzt doch schneller, als ich dachte. Ich habe gedacht, wir haben jetzt hier so eine riesengroße Mission wieder vor uns. Oh, na gut, rein in die Folterkammer. Und? Endlich kommst du zurück. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sieht so deine Freiheit aus? Ich folge weder eurem Credo, noch schulde ich den Verborgenen Rechenschaft. Das ist der Preis des Krieges. Beshi sehe das anders. Beshi führt diesen Aufstand nicht an. Er tut das seine und ich meinen Teil. Doch genug. Was hast du herausgefunden? Die vermissten Sklaven wurden auf Befehl eines Dohan bin Arslan verschleppt. Etwas Großes wird bald passieren. Ich weiß nur nicht was. Aber ich,
Der hier sagte, dass meine Männer verhört und dann von ihrem Anführer bei der Villa hingerichtet werden. Ali, der Spitzel, kannte Beschis Namen. Sie suchen nach ihm. Sollen sie suchen. Befreie meine Männer. Ich bereite den Angriff auf die Villa vor. Triff mich beim Gehöft, wenn du fertig bist. Zusammenhalt wird groß geschrieben, ne? Ganz groß. Gut, hat er den guten Mann schlafen gelegt? Er hat scheinbar sein Soll erfüllt und gesagt, was er wusste. Alles klar, das war es aber auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet sehr, sehr gern wieder ein. Lasst gern ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.